Richtung der Startprozedur. Denn hier starten wir ja immer noch, und das heißt 10. Ein paar Augenblicke haben wir noch Zeit. Reihe 4. Dann mit Josh Weiss und mit Sandro Kalber-Astner von Autopilot. Von Dino Kalkum scheint hier schon richtig bärenstark zu sein. Mark Halder, das im Pferd auf der vierten Position. Antibori im Twinbush. Twinbush habe ich doch schon mal gehört. Richtig, die Busch-Zwillinge vorhin ja im ADAC TCR Masters unterwegs. Hier das Pferd in Kalkum halten. Das ist ohnehin das Problem, vor allem auf der Hinterachse. Grünes Tuch ist gezeigt. Jeden Augenblick geht es los. Ampel rot, rot, noch rot und gleich geht sie aus und dann geht es los. Wie starten sie? Ich sage Ihnen eins. Dino Kalkum hat einen ganz, ganz schlechten Start. Wird dort aufgesogen und aufgeschlitzt von ganz, ganz viele, von ganz, ganz schlechten Gewinnerfiguren. Sehr angenehm.
Target Competition Honda etwas draußen in der Rauchkurve. Die vier dort mit Mike Heiser, mit Chris Richer, mit Ido Kalkow und dahinter dann jetzt die Kirsch, der gerade eben mal ganz dezent angeklopft hat. Ido Kalkow hat den Motor alle in den Ausdruck gehabt. Der Sieger heißt George Weiss.
hat sie echt wieder gespielt. Ich will aber den Jungs der TCR natürlich ihren Champagner danken. Mit der Mannschaft von Alexander Böhm zurückmeldete in der Spitze des KW-Markups. Das ist mal so die Situation, wo ich ihn aufsiege.